Привет, друзья, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contraband Police. Ja, es gibt wieder neuen Content und wir schauen mal, was wir so Neues anstellen können. Denn ich habe ja damals die Demo gespielt. Das habt ihr ja vielleicht gesehen. Wenn nicht, dann ist das bestimmt unterm Video verlinkt. Den Inhalt von der Demo, den haben wir hier auch nochmal gehabt. Also erst kam die Demo, jetzt kam der Prolog. Das fertige Spiel kommt 2040. Keine Ahnung, wann. Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich euch den ersten Tag hier im Prolog jetzt mal erspart. Denn das haben wir alles schon in der Demo gemacht. Jetzt haben wir allerdings eine neue Aufgabe, die da lautet... Let's deal with our naughty neighbors. Enter custody room. Also wir sollen jetzt Gefangene transportieren und Drogen ins, weiß ich gar nicht, irgendwo hin tun. Ach ja, eine Sache, direkt. Es gibt ein neues Feature. Das freut mich sehr, das feiere ich jetzt schon total. Es ist einfach zu gut. Es ist wunderschön, dass man daran gedacht hat. Ah, herrlich. Grüße vom Pott. So, erstmal ordentlich einen abgeseilt. Und jetzt kümmern wir uns, also das war jetzt der Morgenschiss sozusagen. Jetzt kümmern wir uns natürlich um die Gefangenen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen müssen. Es wird uns das Spiel aber, aua, alles verraten. So, da sind auch schon die beiden Jungs. Jo, was geht? Upgrade, never mind. Let's deal with our noise. Transport all prisoners. Hallo? Transfer to a... Ach so. Ah. Transfer to a police car. Перевезніться контрабанду, а пшода з вашого інвентажа на трансферозний селекто продометники ач-магазину. So, move contraband directly from inventory or transfer selected items. Ich glaube, das hatten wir... Alter, das war voll hier. Inspect, upgrade, was... Ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen kann. Ich nehme das einfach mit. Also, ich kann das gar nicht alles mitnehmen. Okay, wir gehen mal zum Polizeiauto. Ihr habt ja gerade wieder diesen Sprecher gehört. Und da gibt's eine traurige kleine Anekdote dazu. Denn der Sprecher, der Mann im Lautsprecher, der ist leider inzwischen verstorben. Das ist natürlich sehr schade, auch wenn ich beim letzten Mal, als wir die Demo gespielt haben... Entschuldige, ich rede hier gerade, ja, Kollege? Das letzte Mal, als wir die Demo gespielt haben, ging der natürlich ein bisschen auf den Senkel. Aber dass der Sprecher jetzt natürlich, ja, direkt verstirbt, das wollte natürlich niemand. So, jetzt, was ist jetzt hier Phase? Never mind. Hier sind doch jetzt bestimmt die beiden... Nee, hier ist gar nichts. Ah, hier, Check Storage. Ach, guck mal. Hä? Eine Axt. Contraband directly from inventory or threats. Ach so, ich muss das... Wir müssen das, glaube ich, aus dem Lager holen. Ah. Dann müssen wir nochmal zurückgehen. So, jetzt check ich das erstmal, was geht in mein Inventar. Denn wir sollen das ganze Zeug ja abliefern bei der, keine Ahnung, Verwahrstelle oder irgend sowas. So, dann schaffen wir das alles mal zum Auto. Ich mach die Schmesser. So. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir das eigentlich alles hier reinknallen können. Achso, mehr passt gar nicht, oder was? Kann ich den Rest nicht noch holen, oder passt das nicht? Komm, wir gucken mal. Jo, das passt. Wunderbar. So. It looks like you're ready to go. Enter the vehicle.
Podrobku Ada Zakrutników, Liszno S. Artam, Elio Ważnaczenia, Punkt. So, ganz toll, wir sollen zum Arbeitslager fahren. Vielleicht treffen wir da den Nawalny. Oh. So, Tab. Die Karte, wir sind... Wo sind wir eigentlich? Alter, wo sind wir? Police Base? Boah, ach, hier oben. Ach du Heilige. Okay, das heißt, wir müssen hier irgendwie rechts abbiegen und dann der Straße folgen. Und dann an der Gabelung nochmal rechts. Also rechts und rechts. Zum Arbeitslager. Halt, wie kriege ich das wieder? So. So, halt. Wie fahre ich denn jetzt? Ah, hier, Start Engine. Ah. So, Sirene machen wir natürlich an. So, guck mal, hier müssen wir rechts abbiegen. Boah, Alter, das Ding fährt sich echt ein bisschen sehr schwammig. Eine Außenansicht habe ich nicht, oder? Nee. Boah. Was ist denn hier los? Na super. Ach, nie tap to. Listo, ach, Astanova Burma, Proklaczku, Tetriewo, ach, my nie tap przejedzi cielo. Pochwyć ta topornik z lugażnictwa, ach, zbywać ostalej obstory. So, da liegen Baum. Muss Juri machen, weg Baum. So, wir haben eine Axt im Kofferraum, das haben wir vorhin schon gesehen. Und da ist sie. So. Da kannst du mal einen Sabbel halten oder was ist los? Junge. Spacken. So, wo sind jetzt die Axt? Hä, ich hab die doch gerade ins Inventar übernommen, oder? Ach hier, ich muss die da. Ah, da. So, jetzt ist die auf der 5. Jo, Alter. An deiner Stelle würde ich die Fresse halten. Ich hab eine Axt. Was geht? So, wie mache ich das jetzt? Was war das denn? Take the experiment run, get rid of this obstacle. Ach so. Ich muss da einfach bloß ein bisschen drauf berserkern. Ja, wunderbar. Alles klar bei dir? Gläschen zu viel gehabt oder was? Ich würde das so nicht. Aua. Bitte überfahr mich nicht. Oder liegt noch Holz auf der Straße? Kann ich das mitnehmen? Achso, guck mal, das können wir sogar. Ja, und jetzt? Achso, jetzt habe ich Holz im Inventar. Na super. Ja. Schade, das kann ich dem nicht reintun. Ich hätte dem Mann jetzt Holz geschenkt, aber er will nicht. So, Holz. Weg. Okay, also Holz brauche ich wirklich nicht. Und was macht er da hinten? Ich hab Fragen. Sag mal, was ist denn falsch mit dem Typen? Ah, jetzt hat er es. Er hat es. So, dann können wir ja auch weiterfahren. Wahnsinn. Was ist das hier? Guck mal, UAZ oder UATS oder wie die heißen. Bäh. So. Dann geht's zu russischen Klängen weiter, zum Arbeitslager. Haben wir eigentlich... Was sind das für Geräusche? Sind eigentlich die... jetzt muss ich erstmal... Kann ich auf die Karte gucken? Nee, geht nicht. So. Ich fahr einfach mal hier weiter. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Aber mal gucken. Alter, das Ding fährt furchtbar. Ah, ich glaube, wir sind richtig. Da vorne ist ein Pfeil. Und das sieht arbeitslagerig aus. Eto mestie. Stanowka Nażny i Dambra, aćby dacie rozkaz, perewozku wsiem zakrutników,
Nasni Bosli, Kumasino. So, wir sind angekommen. This is the place. This is the place. Stop next to the gate and give order to transport all prisoners. Muss ich noch näher ranfahren? Kann ich die... Achso. Ah. So, beide ins Arbeitslager eingecheckt. So, wir sollen zu Vlados Shop fahren. Und Werkzeug kaufen. Gut, dann machen wir das. Ich muss jetzt mal gucken, wo ist denn Vlados Shop? Ah ja, da fahren wir hier weiter. Gut, jetzt weiß ich ja, wie die Map funktioniert. Dann fahren wir einfach die Straße hier weiter und müssten irgendwo dann links abbiegen. Kann ich eigentlich während dem Fahren die Map? Also da fährt er weiter, das ist gut. Also hier. Hier nicht. Die nächste vielleicht. Oh, die Musik ist schön. Russische Volksmusik. So, ich glaube hier müssen wir rein. Alter, lenk doch mal. Also das Fahren in dem Spiel ist schwierig. Aber zum Glück ist die Map nicht ganz so groß. So, hier ist Vladomirs Shop. Alter, der hat einen Wendekreis, das ist ja unnormal. Schöne Musik, gefällt mir. Russisches Volkslied. So, Vlado. Kann ich hier rein? Ja. Ach, guck mal, da ist er ja. So, Vlado ist der Händler. Haben wir was? Achso, ich muss erst... Warte, Vlado, ich muss erst mal Zeug holen. Ich habe eine ganze Menge Zeug. Das wird jetzt alles, was wir sichergestellt haben an Drogen und was weiß ich hier. Holz, guck mal, du kriegst sogar ein Holz dazu. Das wird alles jetzt hier auf dem Schwarzmarkt vertickt. Wir kriegen dafür schönes Werkzeug. So, guck mal, was ich hier habe. Achso, das darf ich gar nicht, oder was? Wie kann ich dem jetzt was verkaufen? Was war denn hier? Gaspipe. Was soll ich überhaupt kaufen? Oh, was ist das? Eine Eispickel. Oh, die nehme ich. Geil. Hier kriegst du ein Holz dafür. Hm, der Mann will kein Holz. Ach so, wir sollten hier nur Werkzeug kaufen. Wir sollten dem die Drogen gar nicht geben. Ich dachte, wir verscheuern die Drogen jetzt einfach an den Typen und kriegen dafür Werkzeug. Aber na, was ist denn jetzt schon wieder los? Nicht er schon wieder. Was ist denn hier los? Also, habt ihr alle eine Meise? Oh, das hat uns Strafe gekostet. Das ist ja nicht so gut. Warum steht ihr denn hier? Ich mach dir dein Auto gleich kaputt, Junge. Alter, warum stehen die da? Ich versteh's nicht. Gut, wir sollen zur Police Station fahren, zur Polizeibasis. Wo ist die denn? Hallo? Achso, Engine? So. Da müssen wir weiter nach Norden. Da können wir die Hauptstraße fahren. In unbekannter Richtung. So, nee, andersrum. Scheiße. Warte mal, ich muss hier rum. Ich muss hier... Alter, das Ding hat so ein... Das Ding hat so einen schäbigen Wendekreis. Hey, jetzt ist hier vorne die Straße gesperrt. Was soll das denn? War doch gerade... Hä, das war doch gerade noch frei. Alter! Sag mal, hast du was am Helm oder was? Trottel. Ah, schön. So, das heißt, wir müssen irgendwo anders lang fahren. Ich habe keine Ahnung, wo. Oh, hier. Warte mal, hier ist ein Weg. Hier kommen wir lang. Das ist ja gar nicht so leicht. War eigentlich auch Licht. Nö. Licht brauchen wir nicht in Russland oder wo auch immer wir hier sind. Ich glaube, Akaristan heißt die Gegend.
Warte mal. Map? Hier vorne muss irgendwo rechts abgehen. Alter, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, wenn man die Map dann einmal kennen würde, dann geht's bestimmt, aber so mit dem Fahrverhalten von dem Fahrzeug, das ist alles andere als optimal. Alter! Da hat's die Scheibe rausgewichst. Du heilige Scheiße. Wo bin ich überhaupt? Hier, okay. Vorne rechts. Jetzt ist es ein bisschen lauter im Auto. Je, oh je. Volkseigentum nicht beschädigen, Alter. Das wird teuer. Das zieht uns der Chef wieder vom Gehalt ab. So, wir sollen mit dem Typ nachreden. Und ich glaube, dem können wir... Können wir dem das jetzt geben? Ja, dem können wir das geben. Wunderbar. Hoppa! So, warte mal, ich hab noch mehr, Alter. Ich hab noch mehr, das war noch nicht alles. Krieg ich fett Kohle für, Alter. Guck mal hier. Ist mein Holz? Der will mein Holz nicht haben. Was ist verkehrt? Aspirant Nabokov. Will mein Holz nicht haben. So, damit haben wir alles geschafft. So, jetzt sollen wir zum Grenzposten zurückfahren. So, da müssen wir bloß die Straße wieder vor. Ein bisschen schwammig das Auto, aber naja. So, wo lang? ja. Die Übersicht in dem Fahrzeug ist ein bisschen schlecht. Oh. Upsi. Das war ich nicht. Reparier mal. Jo, wir haben es geschafft. Wir sind wieder da. Der Tag ist auch rum. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Ah, der Tag ist rum. Wir sollen pennen gehen. Ja, einwandfrei. So, vorher gehe ich nochmal kacken. Das macht man so. Ja, wunderbar. Alter, wieder einen Tag geschafft. Ich freue mich. Ja, einwandfrei. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Der Prolog hat noch, glaube ich, 3 Tage. Also insgesamt müssten es 5 Tage sein. Wir sind jetzt bei Tag 2. Oder? Ja, Tag 2. Das heißt, wir haben noch 3 Tage. Sprich, 3 Folgen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi. Ciao. Tschüss.